Hallo, ihr schaut MoFun VR. Mein Name ist Mo Tensen und ich bin Japanophil. Nee, bin ich gar nicht. Der K. Summer Lesson wollte ich heute mal mit euch spielen. Das ist ein, ja, ich weiß ehrlich gesagt, ich weiß nicht, welches Genre das ist. Netterweise hat es mir der Carsten ausgeliehen, der ja schon an der ganzen Resident Evil 7 Misere schuld war. Also der hatte mir Resident Evil auch geschickt und ich habe es ja jetzt endlich durchgespielt. Und 1000 Ängste ausgestanden und 1 Million Tode gestorben. Und ey, ich kriege sicher, ja, ich hatte wirklich, ich glaube, ich hatte ein paar Mikroherzinfarkte. Ich werde 2, 3 Jahre früher sterben. So, und jetzt aber Summer Lesson. Und das ist nicht dunkel und gruselig, sondern, ich weiß nur, ich bin der Englischlehrer für die Sommerferien einer jungen Dame. Ja, die, oh Gott, wie hieß sie noch? Weiß ich jetzt gerade aus dem Kopf nicht. Und ja, das Ganze läuft auf der Unreal Engine und tatsächlich muss ich als erstes so ein bisschen bemängeln, die Auflösung ist nicht das, was man heutzutage auf der PlayStation Pro von der PlayStation VR so erwarten kann. Also es sieht alles sehr schick aus, tolles Shading und so weiter, aber ganz leicht blurry. So, hier vorne unmittelbar ist es okay, aber schon da hinten, wo die Stühle stehen in der Bar, da wird es ein bisschen unscharf. Fällt einem aber auch, glaube ich, nur auf, wenn man gerade irgendwie ein Top-Spiel gespielt hat, was halt richtig scharf ist. Ich drücke mal hier den runden Knopf. Okay, Loading Save Data. Ah, und dann klimpert lustige Musik. Und ich würde sagen, wir starten mal ein neues Game, ne? Okay, ich hatte den falschen Knopf gedrückt. Ich würde sagen, wir starten mal ein neues Game. Und, ja, wie gesagt, ich weiß gar nicht, wie man das hier nennt vom Thema her. Working Simulator mit unterschwellig Erotik. Oh, ich habe einen Anruf. Ich habe eine Sprachnachricht. Könnt ihr den Text sehen? Hikari Miyamoto ist übrigens die Dame. Also, ach komm schon. Also, ich habe auf meinem Handy eine Nachricht, dass ich heute eine Studentin treffen soll. Studentin. Und dann geht's auch sofort los. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen was über den Raum erzählen. Ne? Also, die Grafik sieht gut aus. Wie gesagt, die Auflösung lässt nur noch Wünsche übrig. Aber es ist jetzt auch kein... Hallo? Es ist auch ein bisschen gruselig, ne? Ich habe das Gamepad in der Hand. Sehe hier so blaue Schemen, die mein Körper sind. Aber ich kann mich gar nicht bewegen. Wer sind Sie? Fragt sie. Pay attention to the icon. Aha. Ja, ich bin der Privatlehrer. Alter. Jetzt habe ich nicht... Not your head to... Achso, ich muss ja oder nein sagen, habe aber überhaupt nicht verstanden, was sie gesagt hat. Ach, guck mal. Das ist aber lustig, ne? Ich verstehe die Fragen nicht. Wo ist der Text? Ich sag mal... Ja. Da,
Also, sie ist eigentlich nicht so schlecht in der Schule? Englisch, Mathe, World History. あと、世界史。お、確かにいつも補習に呼ばれるかな。うん。でも、世の中勉強が全てじゃないって思います。 Okay. Pay attention. Ich versuche mal jetzt nicht auf A oder B zu gucken. Meine Güte, man steuert das wirklich mit dem Blick, ne? Weil ich gerne mal mich eigentlich umschauen wollte. Das ist ja ganz, ganz nett gemacht, ne? Bisschen bei dem Teddy da, der sieht ein bisschen stiff aus, aber ansonsten alles ganz süß. Man hat sogar ein bisschen hinter der Gardine, ahnt man das draußen. Ist alles ganz cool. Die Beleuchtung ist so ein bisschen zu krass, finde ich. Also nicht sehr stimmungsvoll, ne? Hier ist alles sehr einheitlich beleuchtet. Aber ja, das ist jetzt immer Jammern auf hohem Niveau, ich als 3D-Grafiker analysiere das auch immer so ein bisschen, wie ich halt so eine Szene beleuchten würde, ne? So, aber die... Scheiße, jetzt habe ich doch das A angeguckt. Ah ne, zum Glück nicht, lang genug. So, ich gucke ihr mal die ganze Zeit auf dem Rock, missversteht das nicht, denn ich habe Angst hochzugucken, um dann nicht die A oder Bs zu treffen. Tatsächlich sind die Proportionen, würde ich mal sagen, so ein bisschen... idealisiert, ne? Irgendwie ein bisschen großen Kopf. Aber es ist ja ganz nett gemacht, ne? Sie guckt einen die ganze Zeit an, seht ihr das? Der Kopf folgt, aber auch nicht irgendwie wie auf Schienen, sondern so. Moment. So ein bisschen später, ne? Und die Augen gehen auch mit. Das ist schon ganz nett. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, hier die Krawatte und ich glaube sogar der Rock bewegen sich ein bisschen. Die sind so. Dynamisch zumindest. Also, ja, rein technisch erstmal alles sehr cool. Wollen wir mal gucken. Ich glaube, ich muss jetzt sagen, not really. Weil sie gesagt hat, Schule ist ja nicht so wichtig, ne? Irgendwie, wenn ich hier auf dem Stuhl sitze, wirkte sie aber erstmal erstaunlich groß. Ich habe mich ein bisschen erschrocken. Kann ich mich hinstellen? Oh mein Gott. Ich kann. Ich bleib mal sitzen, ne? Es ist zwar ein bisschen merkwürdig, dass ich in der Mitte von ihrem Zimmer sitze und sicher. Wie gesagt, ich kann nichts machen. Keine Arme, nichts. Komisch. That's right. By the way, can I ask you something? Before we start studying? Ja, frag. Oh ich muss leider zugeben, mein Englisch ist unfassbar mangelhaft. Ich hatte es nicht in der Schule, sondern nur Französisch und Russisch. Und leider geht es ja auch sehr, sehr schnell alles, ne? Und vor allen Dingen, ich möchte eigentlich sie ein bisschen beobachten und muss die ganze Zeit Texte lesen. Deswegen, es tut mir leid, ich komme hier ständig raus. Aber ich hoffe, dass ihr die Texte auch auf dem Bildschirm sehen könnt. Ich weiß zum Beispiel nicht, was Chit-Chat-Time ist. Also mit C, Chit-Chat. Das ist mein Stuhl. Der Text, den ich nämlich sehe, der ist relativ weit unten in meinem Sichtfeld und ich bin nicht so sicher, ob ihr den wahrnehmen könnt. Deswegen bin ich jetzt verunsichert, ob ich, was auch immer sie sagt, euch auch erzählen muss. Ich gehe mal lieber ran, ne? Ah, ich muss ans Ohr halten.
Hallo, ist Ukai? Ich bin froh, dass du reingehen kannst. Achso, und die Schülerin mochte unser Treffen. Das war unser Treffen offensichtlich schon. Scheiße, jetzt habe ich wieder nicht den letzten Satz mitgekriegt. Also, sie hat jetzt eine Menge erzählt über die Art und Weise der Lessons und so weiter und so weiter. Ich werde jetzt 7 Tage zusammen mit der Studentin verbringen. Oh, es ist aber wirklich sehr, sehr anstrengend, sich ständig die Texte durchzulesen, wenn man das nicht in seiner nativen Language hat. Finde ich, ist das. Da geht leider ein bisschen was von der Immersion verloren, ne? Weil normalerweise ist es ja okay, ich habe das Telefon mir ans Ohr gehalten, dann quatscht jemand, ich höre zu. Aber so muss ich die ganze Zeit Texte lesen und war jetzt die ganze Zeit auch am Überlegen, ob ich irgendwie den Inhalt grob wiedergebe, falls ihr den nicht mehr lesen könnt. Aber die quatscht auch so schnell, dass ich da gar nicht hinterherkomme. Oh. So, jetzt gucken wir uns mal kurz in Ruhe. Ich bin aus irgendeinem Grund hier immer in dem Café, wenn ich nicht bei der Studentin bin. Hab offensichtlich keine eigene Wohnung als Nachschullehrer. Und ich muss jetzt eine Lektion präparieren, so wie es aussieht. Also, today's lesson, subject. Oh, wo kommt das denn her? Alter, ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade mache. Kann ich das irgendwie steuern? Ich habe jetzt immer nur confirm gedrückt. Achso, back. Back. So. Inside happiness. Intelligence. Achso, ich habe ja ein Diagramm, wie es offensichtlich der Schülerin geht. Lustig mit so einer kleinen Figur. Die ist ganz niedlich. Die Sachen sehen eigentlich alle sehr nett aus. Nur wie gesagt, ne, alles, was ein bisschen weiter weg ist, ein bisschen matschig. Ich schätze mal, das ist kein PS Pro, PS4 Pro Support. Okay, also ich kann das hier aber nicht auswählen, wenn ich mich bewege. Ne. Ich drücke einfach Confirm. Confirm. Commence Lesson. Als ob ich hier was hätte wählen können. No lucky items is used. Echt ein bisschen eigenartig. Ich habe nur dieses komische Smiley-Gesicht. Äußerst eigenartig. Na, gucken wir mal. Ich mach mal Yes. Und dann wird jetzt irgendwas passieren. Offensichtlich hat mir das die Türbimmel gesagt, dass ich aus dem Café rausgegangen bin. Jetzt ist morgens 10 Uhr und ich bin bei Hikari. Hallo, good morning, sagt sie. You said for me, right? I'm gonna work even harder this week. Ja, mach das mal. Achso, und ich sitze jetzt einfach hinter ihr, oder was? Super strange.
pay attention to the teaching policy. Jetzt ist Text an meinem Bildschirm, dass ich wirklich die Augen ganz weit runter bewegen. Also das ist schon fast unangenehm. Den könnt ihr auf keinen Fall sehen. Pay attention to the teaching policy. Achso, ich muss jetzt wahrscheinlich auf eine von den Sachen, ich gucke extra nicht hoch, gucken. Decode a novel, slow and steady, adapting classics. Lass uns doch mal einfach links anfangen. Echt merkwürdig. Aha, okay. Offensichtlich war es das und jetzt gibt's eine Mittagspause. Was bitte? Dusch. Das ist ja merkwürdig. Press Circle Button to clear. Start Conversation. Na, warte mal. Nee, wir gucken erstmal, was hier los ist. Also, ihr Handy läuft. Hello. Ja, sorry, I have a privat. Sie ist einfach rausgegangen. Ich sitze hier rum. So, offensichtlich bin ich auch gelähmt und guck dir, offensichtlich bin ich. Also, meine blaue Figur hat offensichtlich gar nichts an. Ich sehe hier meine nackten Füße und Klamotten kann ich auch nicht erkennen. Interessante Konfiguration. Ich stehe mal auf. Ach, da ist mein Körper. Sie sagt, das war ihr Freund. Ein Freund, ihr Freund, keine Ahnung. Und ich gucke mir mal ein bisschen an, was sie eigentlich macht. Oder setze mich lieber wieder hin. So, Start Conversation. Was ist los, sagt sie. Und ich so, ich habe keine Hände. pay attention when selecting topic. Herrgott, also ich muss mir jetzt wieder irgendwas aussuchen. Und ich schätze mal, dann geht das Bild weg und der Tag ist vorbei. Das ist so. Ich weiß nicht, von der ganzen Technik. Oh. Entschuldigung, mich interessiert nur die Auflösung. There's no time left. Oh. Wie? Was? Oh mein Gott! Komm schon, jetzt ist es tatsächlich. Das gibt's doch nicht. Ich habe nichts gefragt. Thanks so much, ja. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Ich kriege es nicht alles in Echtzeit übersetzt. Sie verspricht, hart zu arbeiten. So, wenn sie nächste Woche einen Test verbaselt, dann fliegt sie aus dem Schulclub oder so. Und ich bin wieder im Café. Also, das ist ja richtig strange. Ich habe noch nicht mal Zeit, mir Sachen anzugucken, weil das Spiel dann quasi automatisch abbricht. Sehr verrückt, sehr verrückt. Ich guck mal kurz auf die Uhr. Ja, wir haben noch 5 Minuten. Bin nicht sicher, ob sich das lohnt noch. Ja, wobei ein Tag scheint ja nur 5 Minuten zu dauern, ne? So, also. Ihre Happiness ist 60 Punkte hochgegangen. Ist das richtig? Und Insight 100 Punkte, wenn ich das richtig verstehe. Ich mach mal Next. Yeah. So, ich habe jetzt leider nicht geschafft, mit ihr was zu quatschen, weil ich 20 Sekunden rumgeklotzt habe. Das ist ein bisschen schräg. Also, dass die Zeit dann einfach abläuft, das ist doof. So hat man ständig das Gefühl, dass man irgendwas verpasst. Aber eigentlich ist es bisher ganz lustig. Topics during break.
Achso, ich kann mir jetzt aussuchen, über was wir reden, während unserer Pause. Ist ja krass. Nee, kann ich auch nicht. Der Tag blättert einfach weiter. Meine Fresse, ey. Also entweder ich bin ein bisschen zu blöd für einiges oder ich schneide es irgendwie nicht so richtig. So. Also, irgendwie Level 2 Reading. Ich weiß leider nicht. Ich mach mal kurz back. Ich will mal wissen, was passiert. Ja, gar nichts. Also, Subject ist Level 2 Reading. Ich kann es weder auswählen noch irgendwas machen. Soweit ich das hier sehen kann. Ich bewege gerade sämtliche Tasten und Knüppel. Ich habe nur die Möglichkeit zu sagen Confirm. So, dann sagt er Reading. Dann Chat Topic. Engage in Small Talk. Keine Ahnung. Und wieder das scheiß Gesicht. Sag mal. Nee. Ich habe auch wirklich. Muss ich hier noch irgendwas anderes bedienen? Das ist ja wirklich merkwürdig. Ich habe definitiv das Gefühl. Warum sind denn die anderen Sachen da? Ich kann immer nur dieses Smiley auswählen. Das ist verrückt. Echt jetzt? Oh Gott. Habt ihr es gesehen? Ich kann doch auswählen. Und zwar mit dem Digital. Das gibt's doch nicht. Ich habe nichts ausgewählt. Und er rennt jetzt einfach los. Ich habe einfach. Oh Gott, doch. Ich habe Confirm gemacht. Ist das scheiße? Ja, ich habe es irgendwie versaut. Tut mir leid. Gerade habe ich rausgefunden, dass ich mit dem Digitalkreuz steuern kann. Und zwar schon die ganze Zeit offensichtlich. Ich mache mal Adapting Classics. Warum auch immer. Ja, das war ein sehr schöner Tag. Danke. 15 Uhr. Break. Das ist ja unfassbar. Ja, Dusch. Hier. Hast du. Splendid. As a result of the sweet table teaching politics and promising ground as expected. Kann ich noch mehr Stempel? Nein, kann ich nicht. Start conversation. Ich bin gespannt. What's the matter? Ja. Ich habe leider nichts vorbereitet. Es tut mir leid. Ich rede über die Condition. How are you feeling? Great. Meine. Kannst du. Achso, sie fühlt sich gut. Wir können weitermachen. Nein, ich bin nicht okay. Oh, sie meint, sie bringt mich irgendwo hin? Komisch. Oh, das ist ein pretty long break. What should I do next? Alter, ey. Das waren 20 Sekunden. oh Mann, das ist wirklich eigentümlich alles. Ah, sorry, I just so sleepy, sir. Can I take a nap? Give me just 5 minutes? Wow, mach ruhig. Das gibt's doch alles nicht. Oh, jetzt geht mein Wecker hier. Das heißt, wir haben, wenn es hochkommt, noch 5 Minuten gemeinsam hier. Also ihr und ich. Let's continue. Ich weiß nicht, also wenn. Ja, und jetzt ist der Tag schon wieder zu Ende. Wenn das das Spiel ist. Sie verabschiedet sich. Ja, hau rein. Und ich bin wieder im Café. Oh Gott, ey. Also ein Tag ist offensichtlich immer nur 3 Minuten lang. Aber das passt ja, ne? Also. Tut mir leid, dass ich erst jetzt anfange zu schnallen, wie man es
bedienen kann. Ich hoffe, ihr fandet es jetzt trotzdem ein bisschen lustig. Ich mache dann an der Stelle weiter und speichere jetzt erstmal ab. So, das war Motensen mit für MoFun VR mit Summer Lesson. Hikari Miyamoto ist die Dame. Ich glaube, ich habe nämlich irgendwo gesehen, dass es noch weitere Episoden gibt mit jeweils anderen Schülerinnen. Aber gucken wir mal. Ziemlich verrückt, was die Japaner an ein Spiel verkaufen. Vor allen Dingen glaube ich, das gesehen zu haben, dass es irgendwo 60 Euro kostet oder so. Also, es ist kein Schnapper. Schon ein bisschen verrückt. Und die Production Value hier drin ist ja eigentlich auch ganz okay. Nur die Spielzeit irgendwie, wenn so ein Tag jetzt innerhalb von 3 Minuten abläuft und ich habe 7 davon, ist das Spiel fertig? Das kann es doch irgendwie nicht sein, ne? Wir schauen mal. Okay, schön, dass ihr trotzdem bis hier dabei wart. Das war Motensen. Arigato. Ich weiß nicht mehr, was Tschüss auf Japanisch heißt. Sorry. Haut rein. Bis dann erstmal, ne? Bye-bye.